Ich mache dich kaputt auf diesem Beat hier von MCR. Setz dich lieber schon mal an die Quali für das nächste Jahr. Was willst du gegen mich sagen, dass ich eine Maske auf habe? Meine Audio scheiße war, hä, das weiß ich selber. Ich sah mir deine VPT-Runden an und fragte mich, wie man nur so schlecht performen kann. So sicke Moves, Digga, sah ich noch nie. Eine Frage, hast du dauerhaft Epilepsie? Deine Hook-Verfindung spiegelt deinen Intellekt. Ja, okay, das merkt man auch, wenn du Spinner rappst. Ich weiß genau, dass du Lappe mich hier unterschätzt. Kleiner Spoiler nebenbei, das war mein Grundkonzept. Sieht so aus, als kriegt ihr gar nichts gebacken. Und Lensch zappelt darum, als hätte er Panikattacken. Nimmst du Anabolika? Wohin ging die Autofahrt überhaupt? Anonyme Alkoholiker? Ich schicke deine wacke Quali direkt an das Ordnungsamt. Die hört sich wie ein ultraschlecht synchronisierter Porno an. Ich sehe aus wie beim Karneval. Immerhin klinge ich beim Rappen nicht so, als hätte ich einen Schlaganfall. Dich live zu hören war bestimmt echt nervig. Der Typ am Auto dachte sich so, Mann, wann ist der fertig? Stehst da rum mit nem Kasten Bier, wie cool. Doch die einzige Flasche dort war zu. Das sieht schon ein bisschen mongohaft aus, Alter, oder? What the fuck? Alter, kommt da ein Reim oder irgendwann irgendwas? Das ist ja voll... Was ist das? Was ist denn nicht? Was stimmt denn nicht mit ihm? Ganz klar geht es natürlich an Tamouflage. Das ist nur die Vorrunde 1, Roberto Blanco-Style. Ein bisschen Spaß müsste sein, doch jetzt mach ich ernst. Also lauf, mein Sohn, ich verliere sicher nicht gegen Logan Paul mit Down-Syndrom. Was willst du gegen mich bringen? Wahrscheinlich sind die Lines der Horror und ergeben keinen Sinn, wie bei Evil Within. Du hast nur gute Audio und Kamera, doch geht es rein um die Punchlines, ist halt gar nichts da. Dir fehlen gute Lines wie schlechte Dealer, komm doch zu mir, ich verkauf dir paar Antidepressive. Du wurdest schon einmal vor Jahren heftig zerfetzt, ich sag nur einmal Tamo und du bekommst PTBS. In den Videos wirkst du geistig behindert, weiß dein Betreuer eigentlich, dass du Lappen hier mitmachst? Du bist einfach nur ein rappender Affe, der sich zurückentwickeln scheint. Benjamin Button. Hallo Lensch, willkommen zurück in der Battle-Szene. Die Gerüchte waren nicht wahr, du bist tatsächlich noch am Leben. Find ich richtig schade, ich fand dich schon immer scheiße. Wie kann man den dämlichen Wichser denn noch leiden? Dieses Turnier verlässt du ohne Sieg. Du dumme Mischung von Radar und Bounce MC. Du bist jetzt raus, du behinderter Wacket. Ein Schlag für jedes deiner Adlibs in deiner Fresse.